Ein erneutes Erdbeben in Mexiko ist am Freitag wohl glimpflich verlaufen. Berichte über Tote oder größere Schäden lagen nach Behördenangaben zunächst nicht vor. Betroffen waren der im Süden des Landes gelegene Bundesstaat Oaxaca sowie die Hauptstadt Mexico City. Beide Regionen waren im September von schweren Beben getroffen worden, bei denen mehr als 300 Menschen ums Leben kamen. Der mexikanische Innenminister Alfonso Navarrete am Freitag in Oaxaca. Es gibt keine Berichte über schwere Schäden. Es war stark zu spüren an den Küsten von Guerrero, Oaxaca und Michoacán. In Mexico City kamen die Leute mit dem Schreck davon. Bis jetzt hat es keine Berichte über Opfer oder größere Schäden gegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte das aktuelle Erdbeben eine Stärke von 7,2. Das Epizentrum lag etwa 145 Kilometer von der Pazifikküste entfernt. In Mexico City schwankten mehr als eine Minute lang hohe Gebäude. In Oaxaca gab es nach Behördenauskunft äußerliche Schäden an Gebäuden und ein Stromausfall betraf rund 100.000 Bewohner.